Für den Weltgebetstag der Frauen bereiten wir heute Yorkshire Puddings zu, aber in der vegetarischen Variante. Dazu benötige ich zuerst ein Muffinblech. Ich brauche Fett, Eier, Mehl und Milch. Die vegetarische Komponente hat dann noch den Kürbis dabei, den Birnensaft und die Birnen. Und zum krönenden Abschluss gibt es dann noch eine kalte Minzsoße dazu. In die Muffinform oder in die Muffinsförmchen kommt jeweils etwa ein Teelöffel Fett. Wer keine Muffinsförmchen zu Hause hat, kann selbstverständlich auch so kleine Kerzengläser verwenden, die hitzebeständig sind. Das Muffinblech wird jetzt vorgeheizt im Backofen bei 220 Grad. In die Butter gebe ich jetzt meine Kürbisse rein und dünste das Ganze an. Dann würze ich mit Salz und Pfeffer ab und im Anschluss lösche ich das Ganze mit Birnensaft ab. Mein Kürbis darf jetzt 10 bis 15 Minuten garen und in der Zwischenzeit bereite ich meinen Teig für meinen Yorkshire Pudding zu. Das Ganze würze ich gleich noch mit etwas Salz ab und verschlage das schon mal zu einem glatten Teig. Die Milch kommt nach und nach dazu. Mein glatter Yorkshire Teig darf nun etwas ruhen. Mein Fett in den Muffinsförmchen ist jetzt heiß und ich kann sie befüllen. Während unser Yorkshire Pudding im Ofen ist, stampfe ich noch meinen Kürbis. Dazu gebe ich die restliche Butter. Das Püree lassen wir noch einen kurzen Moment ziehen und ich brate noch meine Birnenspalten dazu an. Für die typische englische Minzsoße benötige ich Pfefferminz. Diese habe ich mir schon vorbereitet. Die ist gewaschen, trocken geschleudert. Diese werde ich jetzt grob schneiden und das Ganze kommt jetzt in ein Mixgefäß. Dazu kommt noch etwa ein Esslöffel Zucker, etwas Salz und etwas Pfeffer und, dass das Mixen einfacher geht, etwas Wasser. Das Ganze mixe ich jetzt, bis es sich eine sämige Masse ergeben hat. Wenn die Masse sämig ist, kommt noch ein Schuss Weißweinessig dazu. Das Ganze mixe ich noch mal kurz auf. Und meine typisch englische Minzsoße ist schon fertig. Dann fülle ich mein Yorkshire Pudding mit etwas Kürbispüree. Setze meine Birnenspalten an und garniere das Ganze noch mit etwas Minzsoße aus. Das ist mit Sicherheit ein himmlischer Genuss zum Weltgebetstag der Frauen, der Yorkshire Pudding mit vegetarischer Füllung.